Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, lang ist's her, dass ich was gebracht habe, was eben auch daran liegt, dass ich, wenn ich jetzt was bringe, auch hochwertigen Content bringen möchte und euch nicht mit Lückenfüller-Videos langweilen möchte, wo ich dann irgendwelche 2-Cent-Karten zeige. Ich habe zwar laufend welche davon bekommen, aber das will ich nicht machen, dann kommt lieber gar nichts dementsprechend. War jetzt eben eine etwas längere Pause, jetzt hat sich aber der Michael bei mir gemeldet und der meint, er hätte 3 Karten für mich und ich hatte auch noch einen Tausch, wo ein paar interessantere Karten mit dabei waren, die jetzt auch nicht unbedingt den Wert haben, aber dennoch relativ schön zum Ansehen sind und auch vielleicht relativ oder zumindest etwas seltener gesehen werden. Zusätzlich dazu haben wir noch einen Bonus bekommen, den wir uns am Ende angucken werden. Ich war ehrlich gesagt gespannt wie ein Regenschirm, weil der liebe Michael gesagt hat, den werde ich wahrscheinlich noch nicht in der Sammlung haben. Ich habe es kaum ausgehalten, aber ich habe es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Und bevor wir anfangen, ihr müsst mal gucken. Er hat gesagt, er hat mir Exodia-Teile mitgeschickt, ja. Die halt nur dafür sorgen sollen, dass den Karten nichts passiert. Ich meine, die Karten sind wirklich großteil alle Damage, ne? Aber aus welchen Sets die halt kommen, ne? LOB, der ist jetzt fast in einem, also der ist sogar in einem relativ guten Zustand, aber jetzt Spanisch First aus dem Spanischen oder Italienischen, keine Ahnung. LOB. Hier linker Arm LOB Deutsch, linkes Bein First Deutsch LOB, Exodia Kopf Deutsch First LOB. Das goldene Teil ist sogar noch in einem sehr guten Zustand. Hier wieder ein italienischer in einem sehr guten Zustand. Ja, also das ist das sind die einzigen beiden Commons. Und die ist halt richtig pur. Aber ansonsten, ich denke mal, die kann man sogar noch verkaufen. Und vielleicht für den Kopf in First kriegt man noch den einen oder anderen Euro. Ich bin mal gespannt. Das fand ich schon mal richtig cool. Aber jetzt wollen wir uns doch mal die Karten angucken, die wir hier gekriegt haben. Dafür sind wir ja da. Und als allererstes gehe ich eben, oder fange ich mit Michaels Sendung an. Sind bloß 3 Karten, sind die 3 coolsten und 3 wertvollsten. Und das sind halt richtig, richtig seltene Sammlerstücke aus dem Tournament Pack 2. In Super Rare haben wir hier zum Beispiel eine Dragon Seeker. Der ging zuletzt irgendwas mit 130 Euro, soweit ich weiß. Kann sich aber schon wieder geändert haben. Ist auf jeden Fall mega nice. Und eine Karte, die wir, die meisten vor der Legendary Collection Kaiba fast vergessen hatten. Die kannte schon fast keiner mehr. Außer halt die Leute, die sich wirklich gut mit dem Spiel auskennen. Und zwar wäre das hier aus dem Tournament Pack 3 Anti-Raigeki und das Ganze 2-mal. Vor dem Reprint ging eine ungefähr 250 bis 300 Euro. Wie viel sie aktuell gehen, weiß ich nicht. Es gab ja den Secret Rare Reprint der Karten in dem Set. Was den Wert vielleicht ein wenig geschwächt haben könnte, müsste ich mal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch über 100 geht auf jeden Fall. Also über 100 müssten die eigentlich noch gehen. Sind sehr, sehr selten, wirklich extrem schwer zu bekommen und aus dem Tournament Pack an sich habe ich jetzt erst das Playset mit den beiden. Leider Gottes. Das heißt, es fehlen noch 7. Aber was soll's, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Karten. Sehr geil, freut mich unglaublich, dass er dann doch noch welche für mich hatte. Es gibt ja eine Folge, da mache ich nur Tournament-Pack-Karten auf. Die ist richtig heftig gewesen, ist auch ziemlich gut angekommen. Und ja, dann hatte ich noch einen Tausch, der leider Gottes richtig, richtig doof war. Nicht, weil er nicht versendet hat, bei ihm ist alles angekommen. Aber wir haben beide am selben Tag mit Einschreiben versendet und bei ihm ist ein leerer Brief angekommen. Und der Brief wurde nicht irgendwie zerrissen oder so, sondern er wurde wirklich aufgemacht. Und ich glaube ihm, dass jemand anders war und dass es nicht er selber war. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass er dann nicht bescheißt. Ich habe einen, Rückverfolgungsantrag oder irgendwie so bei der Post gestellt, mich telefonisch beschwert und dann haben die mich noch woanders hin verbunden. Da ist ein riesen Tantam und jetzt muss ich erstmal warten, was passiert, weil es war halt wirklich ein Ghost. Odin und 2 Proto-Cyberdrachen Ulti, also ein Wert von ungefähr so um 28 Euro, würde ich sagen. Und ja, ich habe mehr bekommen als das, was ich zeige. Ich zeige hier jetzt definitiv nur die Highlights. Und dann haben wir hier einmal den Unterterror-Erzfeind Bogenschützen. Die finde ich sogar relativ cool. Es gibt ein paar von diesen Unterterror-Viechern, die ich richtig cool finde. Da gibt es einmal diese Super Rares Maximum Crisis. Die finde ich mega nice. Und dann gibt es noch so ein drachenähnliches Vieh. Das finde ich auch richtig cool. Da habe ich leider erst eine, weil die Super Rare wollte mir nie jemand abgeben. Von Creep, dann habe ich sie dann letztendlich doch bekommen. Ist übrigens hier mein erstes Exemplar. Ihr wisst, was ganz moderne Karten angeht, bin ich relativ mau bestückt, sag ich mal. Aber naja, es fährt an Bulldog vorbei, richtig geil. Aber so an sich kriege ich ab und zu doch mal was rein und ja, das freut mich.
Dann haben wir die versteckte Stadt, die habe ich schon ein oder zwei Mal aus der Dark Illusion. Die ging auch, glaube ich, 8 Euro oder so, da waren es 11, irgendwie sowas, vielleicht waren es auch bloß 5. Also eine ging, glaube ich, 8 und eine ging 5 oder so. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Artwork, muss ich sagen. Habe ich so auch fast noch nie gesehen, aber ist auf jeden Fall mega, mega nice. Gehört halt auch zu den Unterterror-Karten. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Dann eine Karte, die ich unglaublich geil finde, das Trudo. Die kam im Hauptset in Rare raus, war auch, glaube ich, die beste Rare aus dem Set. Und die hat hier in OP7 einen Super Rare Reprint bekommen. Die Karte sieht in Super Rare so episch aus. Das Artwork an sich ist schon unglaublich gut designt. Richtig böse, richtig finster. Also tatsächlich einer meiner, also von den Drachen her unter meinen Top 10 auf jeden Fall. Zwar eher noch weiter hinten bei den Top 10. Ich meine, vorher kommt Chaos Imperator, Drache Blue Eyes und so weiter und so fort. Aber immerhin unter den Top 10 und das ist eigentlich gar nicht einfach bei mir. Ja, sieht auf jeden Fall mega nice aus und super. Leider mein erstes Exemplar. Ich suche auf jeden Fall noch mehr. Dann Hino Kagutsuchi aus LOD. Interessanterweise ist hier irgendwas, ist glaube ich ein Misprint, dass hier unten noch so ein Fleck ist. Ist kein Schaden. Aber die war auch erstaunlich viel wert. Ich glaube 4,50 Euro oder so. Obwohl sie nicht First war. Finde ich cool, dass die Karte so vom Preis her auch ein bisschen gewürdigt wird. Obwohl sie eigentlich, soweit ich weiß, reißt nämlich den Kopf, wenn ich mich irre, aber nicht mehr gespielt wird. Ist wahrscheinlich ein reiner Sammlerwert. Dann haben wir Vandalion the Dark Dragon Lord aus der Jump. Die Karte ist halt absolut gar nichts wert. Ich glaube 25 Cent oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber naja, es ist halt eine Jump-Karte. Jump-Karten sind cool. Jump-Karten werden bei mir prinzipiell gezeigt, ganz egal wie billig sie sind. Dementsprechend ist sie hier mit dabei. Die gibt es auch noch in Secret Rare. Da sieht sie noch eine Ecke cooler aus. Aber an sich ist das auch ein relativ cooler Drache. Bei mir allerdings nicht unter den Top 10. Dann haben wir noch eine Karte, die auch wirklich sehr, sehr billig ist, sag ich mal. Maximum 6 First, Mint und Deutsch erste Auflage aus LODT. War das Light of Destruction? Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Sieht auf jeden Fall auch mega aus. Gab es auch in Ultimate Rare, habe ich auch ein paar Exemplare davon. Und ja, so stellt man sich eine schöne Oldschool-Karte vor. Eine ähnlich billige Karte, Ghost Knight of Shakal aus AST. First Edition und Englisch, auch in einem sehr guten Zustand. Und zu guter Letzt Gerfried, der Schwertmeister aus Flaming Eternity. Ich glaube, das war das letzte Yugi Booster Set. Auch hier ein Ultra Rare, sehr, sehr schöne Karte. Und jetzt bin ich auf jeden Fall noch auf die Bonuskarte gespannt, die mir hier der liebe Michael mitgebracht hat, beziehungsweise eben vorbeigeschickt hat. Ich bin gespannt, das ist glaube ich nur eine Karte und er meinte, ich habe sie wahrscheinlich noch nicht in der Sammlung. Also, ich bin gespannt wie ein Regenschirm, was wir hier jetzt gleich... What? Novox Prayer aus dem Tournament Pack 2. What the fuck? Michael, hast du einen an der Waffel? Halleluja. Diese Karte, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, warum ich hier gerade so am Abgehen bin, sag ich jetzt mal. Tournament Pack 2 Karten sind prinzipiell, bis auf einige wenige, wirklich wertvoll, weil dieses Set nur in einer sehr limitierten Auflage gedruckt wurde. Und Novox Prayer, also wenn ich mich nicht täusche, die ging irgendwas zwischen 20 und 40 Euro, wenn ich mich nicht irre. Heftig und jein. Ich habe schon 3 Stück in der Sammlung, allerdings in Super Rare aus Japan, aber die Original aus dem Tournament Pack hatte ich noch nicht ein einziges Mal. Ich war ja schon froh, dass ich diesen Doku Rider hatte. Skull Guardian habe ich auch noch nicht in Rare. Holy shit, Michael, what the fuck? Das freut mich jetzt extrem. Also mein Tag ist auf jeden Fall gerettet. Wow, das muss ich jetzt erstmal verdauen und ihm erst nochmal auf WhatsApp schreiben. Halleluja. Also, ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden mit der Sendung. Ihr könnt ja mal ein Feedback da lassen, wie ihr es fandet. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, Michael. Das ist echt ein schöner Bonus. Also so krass, wirklich selten mal was bekommen. Also als Bonus gespendet natürlich schon, aber das ist... Wow. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt da noch großartig zu sagen soll. Mega nice. Wir sehen uns zum nächsten Video. Wann das ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch wieder einen Koffer fertig. Vielleicht kommt ja mal wieder ein Sammelkartencheck. Und demnächst, in ein paar Monaten allerdings, steht ja auch noch das diesjährige Gastvideo bei Random Brain an. Mal schauen, was es mir bringt. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.